Hallo, mein Name ist Markus Winkelhock. Ich wollte euch heute mal kurz meinen R8 GT3 vorstellen, den ich hier in der GTC steuere. Also im Prinzip sind die GT3er sehr, sehr aerodynamisch effizient gewesen, wie man sieht. Hier hat man zum Beispiel die Flicks und den Frontsplitter, was extrem viel Abtrieb bringt auf der Vorderachse. Wenn wir hier mal ein Stück weitergehen, hier, was natürlich auch ganz wichtig ist beim Rennauto, ist Spätbremsen, eine gute Bremsanlage, Brembo 6 Kolben Bremsanlage. Also da hat man richtig gute Verzögerung mit. Wenn wir hier ein bisschen weiter nach hinten gehen, was natürlich auch wichtig ist, das Herzstück, hier der 5,2 Liter 10 Zylinder. Ein super Motor, ist im Prinzip ein reiner Serienmotor. Und den kann man bis zu 20.000 Kilometer im Rennbetrieb fahren, also spricht für die Audi-Qualität. Ganz hinten sehen wir hier nochmal für extrem viel Abtrieb unseren Heckflügel. Und da ist natürlich immer die Frage, wenig viel Abtrieb, ein bisschen weniger Topspeed oder ein bisschen weniger Abtrieb und mehr Topspeed. Das ist natürlich immer so die ein oder andere Setup-Frage. Wenn wir hier mal ein bisschen ins Auto reinfilmen, hier sieht man den speziell von Audi entwickelten Sicherheitssitz, komplett aus Carbon. Ist wirklich von Audi extra für dieses Auto entwickelt worden. Hier zum Beispiel hat jeder Fahrer, weil wir ja auch Fahrerwechsel machen, wie man sehen kann, hier zum Beispiel von der Carry das Inlay. Du kannst quasi, jeder Fahrer hat seinen eigenen geschäumten Sitz, den er nach dem Fahrerwechsel rausnimmt und der nächste Fahrer wieder reinlegt, dass man wirklich den perfekten Halt und den perfekten Sitz hat. Hier am Lenkrad zum Beispiel sehen wir, was bei dem Auto jetzt ja ganz speziell ist, zum Beispiel, wir haben das Steer-by-Wire-System verbaut, also keine mechanische Lenksäule mehr. Ich kann jetzt auch hier zum Beispiel lenken und man sieht, im Moment ist das System nicht angeschaltet. Die Vorderachse bleibt stehen, obwohl ich das Lenkrad drehe. Und wir haben hier einige Knöpfe am Lenkrad, Traktionskontrolle, ABS. Wenn man hier mal rein filmen will auf die Dashpage, da sieht man dann die Reifendrücke, den Gang, Traktionskontrollen, die Rundenzeiten. Also da wird dann im Prinzip alle Informationen, die ich als Fahrer brauche, während der Fahrt wieder angezeigt. So, ich hoffe, es hat euch gefallen, mal so ein bisschen was über das Rennauto kennengelernt zu haben und ich wünsche euch viel Spaß beim Zuschauen.